Hallo ihr Lieben und willkommen beim Buchstaben D. Heute ist die Distel dran. Es gibt richtig viele Distelarten und um einige ranken sich viele Mythen und Legenden und so manch andere ist als starkes Heilmittel bekannt. Es war einmal in einer dunklen Nacht, als eine Gruppe von Angreifern die schottischen Krieger in der Nacht im Schlaf überraschen wollte. Einer der Männer trat auf eine stachelige Pflanze und sein schmerzerfüllter Schrei konnte die Schotten warnen, sodass sie ihre Angreifer besiegen konnten. Seither gilt die Distel als schottisches Nationalsymbol. Ob die Legende der Wahrheit entspricht, weiß kein Mensch, aber die Geschichte ist gut. Nun kann man sich natürlich fragen, warum in dieser Geschichte die Angreifer kein Schuhwerk angehabt haben. Aber das, was auf jeden Fall stimmt, ist das mit dem Nationalsymbol. Ich habe Schottland noch nicht besucht, aber wenn man da mal so ein bisschen recherchiert, findet man überall plötzlich die Distel als Symbol. Ob das auf Firmenlogos ist oder auf den Flaggen von Fußballvereinen, auf Staatswappen. Da ist überall die Distel. Und ich vermute, dass das noch mehr Hintergründe hat als nur die Story der barfüßigen Angreifer. Für England ist ja die Rose so als Symbol bekannt, für Irland eher das Kleeblatt. Ja, und Schottland hat die Distel. Aber was kann die Distel eigentlich? Die Distel gilt auf jeden Fall als wehrhafte Pflanze. Also wer schon mal barfuß in eine reingetreten ist, kann nachvollziehen, dass man sich da einen schmerzerfüllten Schrei vielleicht nicht verklemmen kann. Deswegen halten wir von der Distel eigentlich lieber Abstand. Sie ist auch recht verpönt, nicht sonderlich beliebt. Dabei kann sie auch viele wertvolle Sachen für uns bieten. Es gibt sehr unterschiedliche Distelarten. Einige der Einheimischen sind essbar. Ich käme jetzt als erste Idee nicht auf die Idee, unbedingt die Blätter zu verzehren, aber zumindest bei unserer Ackerdistel wären die essbar, besonders im jungen Stadium. Und auch die Wurzeln vieler Distelarten sind essbar. Aus den Distelsamen, also wenn die Disteln so wunderschön geblüht haben und dann ihre Samen ausbilden, da kann ein Distelöl draus gewonnen werden und das gilt als eines der wertvollsten Speiseöle. Wertvoll nicht im Sinne von teuer, sondern wirklich gesund mit vielen guten Inhaltsstoffen, zum Beispiel auch viel Linolsäure. Die Blütenköpfe der Disteln lassen sich auch verwerten. Ich bin da auf ein paar Sachen gestoßen, dass man die verarbeiten oder einlegen kann. Und ähnlich wie kleine Artischocken können die sogar als Delikatesse gelten. Für die medizinische Anwendung sind insbesondere die Distelsamen in Benutzung. Wenn die Samen reif sind, dann bilden die so ähnlich wie beim Löwenzahn so kleine Flugschirmchen, wo unten dran eben die Früchte, die Samen hängen. Ja, und die könnte man sich einsammeln und auch aus den Distelsamen einen Tee zubereiten. So gibt es auch viele Medizin- und Pharmaprodukte, die Distel enthalten, häufig auch in Tees, aber auch in Tropfen oder in Tablettenform. Denn für einige Wirkweisen ist der Tee ein bisschen wenig, weil es nicht alles wasserlöslich ist, was wir an guten Inhaltsstoffen aus den Pflanzen so gewinnen können. Es gibt viele Distelarten, die auch schon im Zusammenhang mit Heilung und Gesundheit in alten Werken auftauchen. Zum Beispiel bei der Hildegard von Bingen ist das die Mariendistel, der eine ganz besondere Stärke, Kraft und Wirkungsweise zugeschrieben wird. Die Distel gilt dabei als die Leberpflanze. Die kann hilfreich eingesetzt werden bei Leberentzündung, also Hepatitisarten bzw. Gelbsucht. Auch bei einer Fettleber ist die Distel angesagt. Und auch, wenn es mit dem Alkohol ein bisschen übertrieben wird, wurde auch damals bei Hildegard von Bingen schon die Distel eingesetzt, um die Leber zu schützen, zu stärken, zu kräftigen, um da aber auch entgiftend zu wirken. Die Distel wurde aber auch erfolgreich genutzt bei verschiedenen Hauterkrankungen und Geschwüren. Dazu zählen zum Beispiel auch Krampfadern oder Hämorrhoiden, weil ziemlich häufig auch so Hautprobleme im Zusammenhang mit Leberproblemen stehen. Also das zeigt sich immer wieder, wenn man da ein bisschen ins Lesen kommt, dass da Zusammenhänge geben könnte. Der Distel ist aber auch in verschiedenen mittelalterlichen Werken nachgesagt, auch positiv auf die Stimmung zu wirken, also gegen depressive Verstimmungen aufhellend wirken zu können. Besonders bei Verdauungsproblemen können wir uns die Distel selber sehr gut zunutze machen, denn da hilft auch ein Tee aus den Distelsamen. Egal ob das Verstopfung ist oder Durchfall oder ein Völlegefühl,
Wenn es in der Magengegend klemmt, dann ist Distel eine gute Idee. Die neue Forschung zeigt auch eine positive Wirkung von Distel bei Diabetes, aber auch bei verschiedenen Krebsarten und insbesondere auch gegen die Nebenwirkung der Chemotherapie. Aber auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird die Distel zurzeit erfolgreich getestet. Die Distel findet sich auch in früheren wie heutigen Präparaten zur Anwendung bei Nierenproblemen und besonders auch bei Gallenstein und Problemen mit Gallenstau. Also das bringt die Galle ins Fließen. Sich die Distel als Lebermittel nutzbar zu machen, könnte in Form von Tee etwas schwierig sein, habe ich jetzt so mitbekommen. Da kann es sein, dass man da eine andere Art vom Auszug braucht. Ich bin da jetzt noch nicht konkret drauf gestoßen, wie das gehen könnte. Zumindest vermute ich, dass es nicht sehr sinnvoll ist, jetzt ein Lebermittel als Alkoholauszug herzustellen. Aber da ergeben sich vielleicht für nächste Folgen nochmal interessante Aspekte. Vielleicht hat auch jemand von euch da Erfahrungen, Ideen oder Gedanken dazu oder vielleicht auch selber was recherchiert. Dann lasst uns das gerne in den Kommentaren miteinander teilen. Ja, ihr Lieben, die Distel gehört auch zu den Pflanzen, wo es schwerfällt, ein Ende zu finden, zumindest für diese Folge. Ich bin jetzt nochmal drauf gestoßen, in welchen Zusammenhängen die Distel auch nochmal mit der Hexenkunst zu finden ist. Vielleicht bin ich ja eine Hexe. Früher waren das ja auch nur naturverbundene Kräuterfrauen und Männer. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust auf den nächsten Teil. Morgen kommt das E. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!